Eine der wichtigsten Aufgaben von Zoos ist die Erhaltung der Artenvielfalt. Und kaum irgendwo ist die so groß wie in den Meeren. Fische und andere Meeresbewohner finden jetzt auch in Zoo 2 Animal Park ein schönes neues Zuhause. Und zwar im neuen Aquarienhaus. Wenn du schon Level 50 erreicht hast, triffst du den Taucher Kai, einen Experten für Aquaristik, der dir neue Aufgaben gibt. Für die neuen Tierarten brauchst du zuallererst ein passendes Gebäude. Das Aquarienhaus kostet 75 Diamanten und verschafft dir Zugang zu einer neuen Region. Vielleicht kennst du das Prinzip schon vom Terrarienhaus. Aber die Gehege hier haben eine Besonderheit. Du kannst deine Unterwasserwelten in einer praktischen Frontalansicht anschauen. Tippe dafür auf ein Gehege, damit sich das Kontextmenü öffnet. Hier findest du einen neuen Button, der die Frontalansicht öffnet. Zurück zur normalen Ansicht geht's wie gewohnt mit dem roten X. Damit das alles gut funktioniert, gibt's aber eine Sache zu beachten. Wenn du ein Aquarium vergrößern möchtest, funktioniert das nur in eine Richtung. Also nur in die Länge, aber nicht in die Breite. In der Frontalansicht kannst du die Kamera dann horizontal hin und her bewegen und die detailreichen Animationen deiner Fische beobachten. Und natürlich gibt's auch wieder jede Menge neue Gehegeobjekte und Dekorationen, um die Aquarien nach deinen Wünschen zu gestalten. Sicher ist dir bereits eine weitere Besonderheit aufgefallen. Nur hier ist es möglich, verschiedene Tierarten im selben Gehege zu halten. Auch mehrere unterschiedliche Spielgeräte pro Aquarium sind möglich. Du musst also nur darauf achten, welcher Lebensraum für deine Tierart die richtige ist, also Salz- oder Süßwasser. Viel Spaß dabei, dein neues Aquarienhaus auszugestalten und das Getummel der wunderschönen, bunten Unterwasserwelten zu bestaunen.